wenn man sagt, ich bin Sprachwissenschaftlerin, stellen sich die meisten Leute vor, dass man irgend sowas tut wie Grammatiken schreiben. Aber was mich interessiert in meiner Forschung ist etwas anderes. Und zwar mir nämlich die Frage zu stellen, ob es möglich ist, Wege zu finden, ein holistischeres Bild von Sprache zu finden, das auch einbezieht, Wissen über Sprache und Vorstellungen von dem, was Sprache sein könnte, das Leute anderswo haben. Es gibt kaum eine Möglichkeit, über afrikanische Sprachen zu reden, ohne europäische Konzepte mit ins Spiel zu bringen, die gleichzeitig wieder dafür sorgen, dass afrikanische Wissenssysteme marginalisiert werden. Aber das gehört untrennbar zusammen und ist ein Ergebnis einer Erfahrung von Kolonialismus und Globalisierung und, wenn Sie so wollen, von Moderne und eben ihrer dunklen Seite. Ich muss versuchen, das als eine Erkenntnis zu nutzen, die mir dabei hilft, das Fach weiter zu transformieren. Leibniz Goes Africa. Das ist das Motto, das Sie eben gesehen haben und gewissermaßen der passende Akzent für die Übergabe des nächsten Leibniz-Preises, Frau Storch. Mit Frau Storch ehren wir nun nämlich eine Forscherin, die ganz wesentlich zu einer Neuausrichtung der Afrikanistik beigetragen hat in Deutschland und weit darüber hinaus. In ihren zahlreichen Monographien, den edierten, mitedierten Bänden sowie in den vielen Artikeln verbindet sie mit beachtlicher Virtuosität zeitgemäße linguistische Fragestellungen mit Ansätzen der Sozial- und Kulturanthropologie, um so Wechselwirkungen zwischen Sprachdynamiken und Prozessen komplexer soziokultureller Transformationen in den Blick zu nehmen. Prozessen, wie sie sich etwa in Migrationsgeschehen, in Urbanisierungsgeschehen, in Globalisierungsgeschehen manifestieren. Viele ihrer Arbeiten sind daher längst zu oft zitierten Standardwerken geworden, eine breit rezipierte Monographie darunter über Tabus und Geheimsprachen in Zentralafrika, die 2011 unter dem Titel Secret Manipulations veröffentlicht worden ist, oder ihre Studie über die Grammatik der Luwo im Sudan 2014 mit dem programmatischen Untertitel veröffentlicht, An Anthropological Approach. Dass sich ihr Denken dabei gleichermaßen durch eine scharfsinnige, distanzwahrende Beobachtungsgabe und ein Interesse an dezidierter, selbstkritischer Reflexion tradierter Wissensmodi ihres Faches auszeichnet, das ist eben schon angeklungen und das hat sie nicht zuletzt auch als Vorsitzende des Fachverbands Afrikanistik der Vereinigung der Afrika-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland immer wieder unter Beweis gestellt. Ihren Anfang nahm die wissenschaftliche Karriere von Frau Storch zunächst in Frankfurt und Mainz, wo sie Anthropologie, Afrikanistik, Orientalistik und Archäologie studiert hat. Drunter geht es auch gar nicht. 1999 schlossen sich daran zunächst die Promotion in Frankfurt, dann verschiedene Gastaufenthalte an der James Cook University in Australien an. 2004 ist sie auf den sehr renommierten Lehrstuhl ihres Fachs an der Universität zu Köln berufen worden, wo sie seither lehrt und ungemein produktiv auch in der Entwicklung und Anbahnung von die Universität, ja unser Land, übergreifenden Forschungsvorhaben gewesen ist. Es ist mir eine große Freude, Frau Storch, Ihnen den Leibniz-Preis 2017 überreichen zu können.